Was grab, Leute? Heute sind wir unterwegs nach... Wo Michelbach. Fahren wir eigentlich hin nochmal? Michelbach. Wie heißt dieses Dorf? Michelbach. Ich hab's voll vergessen. Lass mich mal kurz nach. Brodenbach. Ja, das kann man auch leicht vergessen. Und zwar wird jetzt 3 Tage gefastet. Ich habe noch nie so lange gefastet. 3 Tage ist jetzt auch nicht lang, aber für mich ist es lang, weil ich es noch nie gemacht habe. Und da dachten wir mal, wir kommen mal ein bisschen raus, so also aus der gewohnten Umgebung, damit es einfach leichter fällt, dass man auch ein bisschen abgelenkter ist und so ein bisschen mehr in die Natur. Deswegen fahren wir jetzt auch dahin. Brodenbach ist jetzt keine Metropole, sondern liegt direkt an der Mosel, ist so ein kleines Örtchen und drumherum ist eigentlich nur Wald und Wiesen und es ist eigentlich der perfekte Ort dann, um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Bei mir war die letzte Zeit ein bisschen stressig. Ich hatte viel für die Uni zu tun, auch mit Familie und so. Und da habe ich mal so ein bisschen Auszeit gebraucht. Und dabei habe ich den Samsung vom Channel Life Optimizer. Den filmen wir jetzt mal nicht, weil er fastet jetzt schon seit 3 Wochen. Wieso? Ich weiß nicht, ob der seine Visage mal zeigen möchte. Schön abgemagert, aber innerlich in meiner Mitte und die Reinigung läuft. Beim Bauer jetzt auch. Ja, und bei mir fängt es heute an. Heute ist mein erster Fastentag und wie gesagt, 3 Tage mache ich jetzt durch. Mehr passt jetzt einfach nicht in meinen Zeitplan. Ich muss danach wieder arbeiten und bei meinem Job, da kann ich Fasten und Arbeit nicht vereinbaren. Und ja, deswegen, wir nehmen euch dieses Mal mit. Wenn ihr ganz viel übers Fasten lernen wollt und uns einfach begleiten wollt, dann bleibt dran. Grab, Leute, Tag 1 geht zu Ende und wir haben heute leider nicht so viel machen können, weil ich heute noch meine Hausarbeit abgeben muss in der Uni und wir sind jetzt nur eine kurze Runde hier spazieren gewesen. Ja, uns geht's gut, mir auch. Eigentlich gar keinen Hunger, kaum jetzt minimal, kam jetzt, jetzt abends vorhin noch mal kurz das Hungergefühl, aber jetzt, wo wir rausgegangen sind, ist das Gefühl auch eigentlich wieder verschwunden. Und ja, deswegen konnten wir jetzt auch nicht so viel drehen heute, aber morgen geht es dann richtig los mit den Infos und mit der Tour. Und da gehen wir auch mal eine längere Strecke wandern. Ihr seht schon, hier ist ganz viel Land, die Region ist ganz ländlich und sehr, sehr schön, sehr naturnah, kann man sehr gut entspannen und perfekt für die Fastenzeit. Dann bis morgen. Ja, wenn wir es heute Abend nicht mehr aushalten, dann grillen wir die heute einfach. Mit Wildkräutern bespickt. Geht eigentlich voll. Ist okay. Leslie on the beat. Diese Heilerde bindet Gifte an sich und hilft beim Ausleiten. Eigentlich gibt es noch viel effektivere Heilerden, wie zum Beispiel Bentonit oder Zeolit, die wollte ich mir eigentlich auch bestellen. Leider habe ich verpeilt, dass Osterfeiertage sind und die kamen nicht rechtzeitig an. Gut gemacht, Vorwahn, wieder typisch.
so, nachdem ich diese ganzen Mittelchen genommen habe, Gerstengras, Heilerde und Flohsamenschalen und noch einen Grapefruitsaft getrunken habe, geht's jetzt raus in die Natur zum Entspannen und zum Wandern. Ah, guck mal, wo der Weg hinführt. Zweiter Tag meines Fastens und wie viel der Tag bei dir? 20. Tag. Jetzt. 20. Tag, heftig. Mir geht's gut, alles super, gar nicht so viel Hunger hier. Was ich so für mich herausgefunden habe, ist, dass man den Hunger auf jeden Fall sehr gut austricksen kann, indem man einfach nur in die Natur geht und einfach mal tief durchatmet und einfach so an dieser frischen Luft und guckt man sich diese ganze schöne Aussicht hier an, dann ist es auch Nahrung für das Auge auf jeden Fall. Wir haben hier gerade auch noch eine Runde meditiert. Das entspannt natürlich dann auch nochmal. Denn was passiert, wenn wir gestresst sind? Man sagt ja nicht umsonst auch Nervennahrung, Schokolade und Süßigkeiten. Und durch Meditation kann man auf jeden Fall auch in der Richtung arbeiten. Und das hat auf jeden Fall auch nochmal was bewirkt bei mir. Ich habe, wie gesagt, heute zweiter Tag, gar keinen Hunger. Und dann wollte ich nochmal kurz darauf eingehen, warum wir jetzt extra für das Fasten hier weggefahren sind. Wir wollten auf jeden Fall einfach aus diesem Trubel, aus diesem Alltag entkommen, aus dieser Strahlung in der Stadt, einfach mal in die Natur und so viele Faktoren wie möglich vereinen. Denn was machen wir hier? Wir fasten, was schon super gut ist. Wir gehen spazieren, wir wandern, also wir bewegen uns. Und wir bewegen uns im Wald, ja, ganz wichtig, Leute, im Wald. Viele Stoffe, ja, Biophotonen, genau. Ionen, die auch durch unseren Körper jetzt durchgehen, der Kugelkondensator, die Erde lädt uns nochmal auf mit der Energie, ja. Innere Nahrung, innere Energie. Die Pflanzen und Bäume kommunizieren ja auch untereinander und das hat eine enorme Wirkung auf unser Immunsystem. Ja, das ist kein Voodoo, das ist alles wissenschaftlich bewiesen, werde ich alles unten verlinken. Da gab es erst neulich neue Studien zu, sogar Krebspatienten wird empfohlen, täglich 2 Stunden in den Wald spazieren zu gehen. Und wir vereinen das Ganze hier und meditieren auch noch dazu. Solche Kurztrips, Leute, sind Gold wert. Ja, ganz wichtig, einfach mal sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Und ja. Das ist so einer der wichtigsten Aspekte, die ich auch empfehlen kann. Nehmt euch Zeit für euch, einfach mal 2-3 Tage im Jahr. Und statt einfach mal 4 Wochen Urlaub in Mallorca, tut mal 5 Tage davon wegstreichen und nehmt die einfach nur für euch. Fahrt hier raus, macht genau das, was wir jetzt hier machen. Geht in euch, nehmt das mit, ihr müsst ja nicht unbedingt fasten, ihr könnt ja auch intermittierendes Fasten betreiben, aber es geht einfach nur darum, die Zeit für euch zu nehmen und dann könnt ihr diese Energie, die ihr dann dieses Aufladen habt, auch weitergeben. Ja, und das habe ich bei mir, an mir ganz, ganz stark gemerkt. Ich habe Tony Robbins gehört, diesen Lebenscoach, seine Hörbücher und er hat auch schon gesagt, wenn ihr euch morgens jeden Tag die Hour of Power gönnt, wenn ihr einfach mal die Zeit für euch nehmt, ein bisschen Sport macht, ein bisschen Dankbarkeitsrituale in das Leben einbaut, einfach mal bewusst atmet,
dann habt ihr auch viel mehr, was ihr den anderen geben könnt. Und das habe ich an mir ganz stark gemerkt, wenn ich einfach mal morgens joggen gegangen bin in den Wald und habe dann dort 5 Minuten oder mir 10 Minuten dafür genommen, mich einfach hingehockt und einfach mal entspannt, dann hatte ich an dem Tag danach einfach mehr, was ich meinen Liebsten geben konnte. Und ich war einfach entspannter und konnte mich auf Gespräche eher konzentrieren und war nicht so hin und her gerissen, weil ich immer gedacht habe, boah, ich muss das und das und das noch machen. Also das bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Probiert es einfach aus. Mit einer geschärften Säge kann man den Baum besser fällen, ne? Ja, genau. Alles klar. Und dann wandern wir jetzt noch eine Runde weiter. So sieht's aus. So, den Samson habe ich gerade verabschiedet. Ich bin alleine weitergewandert. Er hatte nicht mehr so viel Kraft nach 20 Tagen Fasten. Ich habe noch total die Power und würde am liebsten den ganzen Tag durchlaufen. Und jetzt bin ich alleine ein Stückchen gelaufen und habe mich jetzt hier nochmal an eine richtig schöne Stelle hingesetzt. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Schön auf die Berge, auf die Mosel. Und ich wollte jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, um zu erklären, wie das Ganze funktioniert, warum ein Aufenthalt im Wald so eine enorme gesundheitliche Wirkung hat, eine positive gesundheitliche Wirkung. Und zwar kommunizieren die Bäume untereinander über gewisse Botenstoffe, die heißen Terpene. Und während wir uns im Wald aufhalten, atmen wir diese Terpene ein. Japanische Forscher haben herausgefunden, dass diese Terpene, dieses Einatmen der Terpene, unser Immunsystem stärkt. Die Killerzellen steigen. Ich glaube, bei einem eintägigen Aufenthalt im Wald sind, glaube ich, die Killerzellen um, lass mich nicht lügen, 40% oder 50% gestiegen. Also eine enorme Wirkung. Und deshalb wird sogar Krebspatienten empfohlen, täglich mindestens 2 Stunden in den Wald zu gehen und spazieren zu gehen dort. Und dann haben die weiter geforscht. Menschen, die in Waldnähe wohnen, haben viel weniger Krebs gehabt als Menschen, die in städtischen Gebieten wohnen. Und sogar innerhalb der Städte in den USA wurde dann geschaut, dass Menschen, die in der Nähe der Häuser, in denen sie wohnen, Bäume hatten, dass die auch viel weniger an Krebs litten als Menschen, die keine Bäume in der Nähe der Wohnhäuser hatten. So kann man nämlich ausschließen, denn viele sagen, ja, in den Dörfern bewegen sich die Menschen aber auch noch mehr und es spielen noch viele andere Faktoren mit ein. Natürlich. Und sagen dann, ja, das hat gar nichts damit zu tun, dass Bäume in der Nähe sind oder nicht, ob man jetzt im Wald ist oder nicht. Aber selbst in der Stadt ließ sich der Unterschied feststellen. Das ist jetzt nur eine positive Auswirkung. Also, dass unser Immunsystem extrem gestärkt wird. Was mache ich mit meinem kleinen Sohn, wenn er krank ist? Ich packe ihn und gehe mit ihm in den Wald. Und er ist in der Regel, also er ist generell selten krank. Und wenn, dann weiß ich, wie es schnell zu beheben ist, ja. Und das geht auf jeden Fall nicht, wenn man zu Hause sich einkuschelt in die warme Decke und die Heizungsluft riecht, ja. Also das hat auf jeden Fall sehr, sehr viele positive Aspekte. Ich will das Video jetzt nicht zu lang halten, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, das alles hier aufzulisten. Aber auch emotional hat es enorme Auswirkungen auf uns. Die Glücksgefühle, die Glückshormone steigen. Also kann ich Waldspaziergänge nur empfehlen. Ich gehe jetzt noch eine Runde weiter wandern. Bei dem nächsten Stopp gibt es noch ein paar weitere Infos. Das ist schon gruselig, wenn man hier so lang läuft und ständig umgekippte Bäume sieht und auf einmal weht der Wind und dann hört man so ein Knarzen überall. Da ist die! Jetzt ist die aufgetaucht. Ja, ich habe eigentlich gedacht oder gehofft, dass ich irgendwie zu dieser Burg komme. Aber man sah die zwischendurch gar nicht mehr im Wald. Aber jetzt bin ich hier in irgendeiner Scheune anscheinend rausgekommen. Weil ich höre da schon wieder die Kühe schon schreien. Naja, gehe ich da mal hin und schaue es mir mal an. Guckt euch mal diese Bombenaussicht an.
Hier sind ein paar Kühe. Die gucken mich auch sehr interessiert an. Ich glaube, hier kommen nicht so oft Besucher, so wie die gucken. So Leute, jetzt noch mal eine kurze Pause. Und jetzt wollte ich euch nochmal genauer erklären, warum eigentlich Fasten. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob das normal ist, wie wir uns heutzutage ernähren? Von morgens bis abends stopfen wir uns voll. Wir stehen auf, wir frühstücken direkt. Danach Mittagessen, nach dem Mittagessen gibt es in der Regel noch eine Kaffeepause mit irgendwie Keksen oder Chips oder Kuchen. Und abends wird nochmal richtig fett reingehauen und dann gehen wir jetzt ins Bett. Unser Körper, unsere Zellen sind gar nicht darauf programmiert, dass wir unseren Körper ständig mit Nahrung belasten. Lasst euch mal das englische Wort Frühstück auf der Zunge zergehen, Breakfast. Breche das Fasten. Fasten brechen. Warum faste ich? Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann merkt man, dass es eigentlich kaum eine Krankheit gibt, gegen die Fasten keine Wirkung zeigt. Wer das Buch von Arnold Ehret gelesen hat, die schleimfreie Heilkost, der hat schon mitbekommen, dass er alle Krankheiten nahezu alle Krankheiten mit Fasten geheilt hat. Er hat eine Fastentherapie entwickelt und wirklich nahezu alle Krankheiten hat er damit besiegt. Sogar Stottern. Da war ich richtig geflasht. Und dazu gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Forschungen. Ja, in den USA wird Fasten zum Beispiel als eine Krebstherapie angeboten, also parallel zur Chemotherapie. Jetzt mal unabhängig davon, was man von der Chemotherapie halten soll. Aber zusätzlich zur Chemotherapie ist es dort gang und gäbe, dass man mal eine Woche fastet währenddessen. Ja, in Russland wird Fasten auch bei sehr vielen psychischen Krankheiten angewendet. Da ist es auch ein anerkanntes Mittel. Und was passiert bei uns im Körper? Die Hormone funktionieren viel besser. Selbst nach einem 12- oder einem 14-stündigen Fasten wird viel mehr Serotonin, also viel mehr von dem Glückshormon in unserem Körper produziert. Der Gehirnwachstumsfaktor steigt, ja? Also die Gehirnaktivität an sich und die Insulinwerte sinken. Also es hat super viele positive Eigenschaften. Ich will die jetzt hier nicht alle erwähnen, denn es würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Nur vielleicht noch ein paar Einzelheiten. Forscher gehen sogar mittlerweile davon aus, dass diejenigen, die regelmäßig fasten, länger leben. Die Entzündungswerte werden besser. Das heißt, so Krankheiten wie Rheuma können mit Fasten ganz einfach behandelt werden. Und was ganz krass ist, die gesunden Zellen werden stärker und die kranken Zellen werden schwächer, auch Krebszellen. Und wenn man sich das vor Augen führt, wird einem klar, dass Fasten eigentlich das Allheilmittel ist gegen alles. Und bereits nach 12 Stunden tritt positive Wirkung ein. Deshalb bin ich auch so ein Fan vom intermittierenden Fasten. Leute, verkürzt einfach die Zeitspanne, in der ihr esst. Lasst einfach das Frühstück weg. Unser Körper ist der beste Arzt. Unser Körper kann eigentlich fast alle Krankheiten selbst heilen, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Wenn wir ihn aber von morgens bis abends mit Essen und auch noch mit ungesundem Essen vollstopfen, dann ist es kein Wunder, dass wir krank werden. Geben wir ihm aber die Möglichkeit und unterstützen ihn dabei, dass er sich selbst regenerieren kann, dass die Zellen sich selbst regenerieren. Ja, beim Fasten regenerieren sich die Zellen fast auf Stammzellenniveau. Und deswegen bin ich auch so ein Fan vom intermittierenden Fasten. Ich frühstücke seit ungefähr 4 Monaten nicht mehr. Meine erste Mahlzeit beginnt mittags gegen 1, zwischen 12 und 1, je nachdem. Manchmal lässt sich das mit meiner Pause auf der Arbeit nicht vereinbaren. Da muss ich manchmal ein bisschen schon vor 12 Pause machen. Und es hat bei mir auch sehr, sehr viel gebracht. An die, die schon dünn sind. Ich habe 3 bis 4 Kilo zugenommen, seit ich mein Frühstück weggelassen habe. Also weniger kann auch manchmal mehr sein. Das heißt nicht, dass man durch das intermittierende Fasten automatisch zunimmt, so ist es nicht. Aber man kann gesundes Muskelwachstum zum Beispiel fördern. Ja, ich werde ab jetzt auf jeden Fall öfters fasten. Vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, je nachdem, wie lange ich das mache. Dr. Rüdiger Dahlke, ein Vorreiter in Sachen Fasten, fastet 6 Wochen im Jahr. Ganze 6 Wochen im Jahr. Er bietet Fastenkuren an. Und macht da jedes Mal selbst mit. Und guckt euch den mal an.
Der ist schon im Rentenalter und guckt euch mal, wie fit er ist. Sowohl vom Kopf her, also geistig, als auch körperlich. Das ist unglaublich. Und die Erfahrung habe ich bei allen gemacht. Alle Menschen, die ich kenne, die regelmäßig fasten, sei es aus YouTube, aus dem Fernsehen oder auch privat, die sind alle ganz fit. Also ganz pfiffig im Kopf. Die sind alle noch jung geblieben. Und deshalb wird Fasten auch als Jungbrunnen bezeichnet. Ja? Wer fastet, bleibt länger jung, lebt länger. Das hat nur positive Effekte. Wir geben unserem Körper dann die Zeit, sich zu regenerieren, sich selbst zu heilen. Und jetzt geht der zweite Tag schon langsam zu Ende. Ich gehe jetzt langsam wieder zurück. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao. Hello, it's me again. Your help couldn't hold me down. I'm back and smiling for what's to happen next. I think it's time you call your God. Leute, kleiner Joke am Rande. Wir haben uns vorhin unsere ganzen Utensilien angeguckt und haben uns gedacht, was denkt die Putzfrau, wenn sie in unser Zimmer so reingeht? Zwei junge Männer alleine übers Wochenende in diesem Waldhotel und dann findet sie das Zimmer so vor. Heute dritter Tag, dritter Fasten- und Entgiftungstag. Wir haben gerade schon ausgecheckt, bleiben aber hier noch bis abends in der Gegend, gehen noch ein bisschen wandern. Hier sind noch drei große, bekannte, berühmte Burgen, zum Beispiel die Burg Elz. Die war sogar auf dem 500-Mark-Schein abgebildet. Und da fahren wir jetzt hin und gehen da noch ein bisschen wandern und genießen noch ein bisschen die Ruhe und die Natur. Kommt mit. Making overnight flights across town for several nights now. Pacing with light cycles, streaks of neon off a kite tail. I run a nice route, but I feel my heart fading. Reminiscing past rides with Tatsuo and Kaneda. Yeah, and before we meet the maker, one of these nights, you find out what you're made of. You can fight it till your last breath collapses, or accept this is you and let them fangs out and abash it. I'm on. I'm on. I'm on. River City to Riverside, look alive. I cast shadows in the night from a neon mat sign. Billy and Jimmy Lee watched the six back in 99. Leute, guck mal, was für moderne Technik die damals schon hatten. LED-Lampen. Leute, und das ist ein Riesenfehler, den die meisten Menschen machen. Die gehen schon hier hoch, die wandern, die joggen hierher, betätigen sich sportlich. Und was essen die dann am Ende? Guckt euch das mal an. Kaffee und Kuchen, Schnitzel mit Pommes. Kustenbraten. Ich habe mir eben die Karte von hier angeguckt. Das ist ein fataler Fehler. Can't unbelieve. Spades are spade, but only me throws up my sleeve. Just an American saber wolf on these London streets. No one thing. Don't pick a fight with the man who's died twice. Und Leute, guckt, was mit den Leuten passiert, die dort Schnitzel mit Pommes und Bier und Kaffee und Kuchen essen. Was mit denen passiert? Die nehmen danach diesen Pendelbus. Weil die es nicht mehr hochschaffen. Ja. Das ist genauso wie nach 5 Schnitzeln. Oder Leute, die seit 20 Tagen fasten, ja. Aber das schaffen wir noch, oder? Los. Fastet auf gar keinen Fall, das ist ungesund. Sonst passiert das hier. Candida for life. Nein. Hier nochmal kurze Erklärung, der Samson ist jetzt nicht nur wegen dem Fasten so kaputt, sondern weil er so viele antiparasitäre Mittel nimmt, sehr starke, unter anderem Terpentin zum Beispiel, ziemlich viel davon, und das belastet den Körper natürlich. Der Körper arbeitet und ja, du hast ja schon mal so lange gefastet und da warst du ja lange nicht so kaputt wie jetzt. Ja.
Ja, und eigentlich wollte ich ihn gar nicht filmen, weil er eben so aussieht, wie er aussieht. Aber der Junge will einfach ein bisschen Fame abgreifen und wollte unbedingt auch mit aufs Bild. Voll um für Klicks. Genau. Spaß, Leute. Der hat mehr Abonnenten als ich. Ich werde seinen Kanal auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Hier noch auf einer anderen Burg. Wir sind noch zu einer anderen Burg gefahren und dann ein bisschen hochgewandert. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Wunderschön. Da unten ein kleines Dörfchen, die Mosel, Berge, Wiesen. Bitte schön. Wenn ihr eine Parasitenkur macht, dann könnt ihr die Parasiten genau hier runterschmeißen. Leute, ich nehme alles zurück. Passet auf gar keinen Fall, denn die Herrschaften da unten haben auch gefastet. Jetzt guck mal, was aus dem passiert ist. Da liegen einfach echte Knochen drin. Schon. Leute, und ganz, ganz wichtig, während ihr fastet, am besten euch bewegen. Deswegen gehen wir ja auch so viel wandern. Denn was passiert, wenn wir uns bewegen? Vielleicht kennt das der eine oder der andere von euch. Wenn wir uns bewegen, dann gehen wir auch leichter aufs Klo. Wenn wir uns nicht bewegen, dann gehen wir nicht so einfach aufs Klo. Was passiert? Die Darmperistaltik wird angeregt. Das heißt, der Darm fängt an, sich zu bewegen, also diese kleinen Zotten an der Darminnenwand fangen an, sich zu bewegen. Und alles, was wir noch im Darm haben, wird dann langsam rausbefördert. Und was passiert noch? Leute, wenn wir laufen, dann kurbelt es die Entgiftung an. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn wir anfangen, uns zu bewegen, kurz joggen oder kurz laufen, dann, dann läuft uns auf einmal die Nase. Ja, und das ist nichts Schlimmes, denn das kurbelt auch die Entgiftung an. Ja? Wir wollten jetzt nicht nur fasten, sondern so eine Art Fasten-Entgiftungswochenende machen. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn mal die Nase läuft. Denn das zeigt, dass der Körper sich von diesem Schleim löst. Ja? Da kommen Gifte bei raus. Schleim, der in den Körper nicht reingehört. Und das ist ein super Zeichen, Leute. Also Schnupfen ist auch nichts anderes als eine Entgiftung. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich während dem Fasten noch gleichzeitig zu bewegen, mal wandern zu gehen. Das muss kein Leistungssport sein, das ist wiederum nicht gut. Aber ein bisschen Bewegung, 1-2 Stunden laufen gehen, ein bisschen wandern und dann seid ihr gut mit dir. Und Leute, was habe ich euch erzählt? Hier hat sich jemand wohl richtig gut bewegt. Und die Darmperistaltik hat wohl super gut gearbeitet. Und dann ist dieser kleine Haufen dabei entstanden, mitten auf dem Wanderweg. Also das kann auf jeden Fall passieren. Leute, der dritte Tag geht zu Ende und wir lassen es uns jetzt nochmal gut gehen und entspannen nochmal richtig, lassen den Abend nochmal ausklingen hier in dieser schönen kleinen Infrarotsauna. Ja, Infrarotsauna, was macht sie? Sie entgiftet auch nochmal stark, regt den Körper regt die Heilungsprozesse an und entspannt nochmal alle Muskeln. Also eine Infrarotsauna ist auf jeden Fall auch ihr Geld wert. Ist
eine sehr, sehr gute Anschaffung. Ich hätte auch gerne eine. Vielleicht irgendwann, wenn ich ein Haus habe. Und da wird erstmal richtig geschwitzt. Schwitzen ist auch ein Entgiftungsprozess. Das ist auch der Grund, warum die meisten Rohköstler kaum noch schwitzen. Rohköstler, die schon lange dabei sind, die benutzen zum Teil gar keine Deos mehr, weil die gar nicht mehr schwitzen. Oder wenn die schwitzen, dann riecht es halt kaum. Und das beobachte ich bei mir auch ganz stark. Ich schwitze nur noch sehr wenig und selbst wenn ich schwitze, dann riecht es kaum noch. Und das heißt auf jeden Fall, dass im Körper nicht mehr so viel Dreck ist, dass der Körper nicht mehr so viel zum Entgiften hat. Heat in my vein like vernacular. Cook up the beat with a spatula. Y'all are not ready for action. I'm smoking these rappers and feeling spectacular. Making a killer like my... Richtig erstaunlich. Dritter Tag geht zu Ende, dritter Fastentag und ich habe eigentlich gedacht, dass ich gar keine Power haben werde. Aber genau das Gegenteil ist irgendwie eingetreten. Und ich habe so viel Power, ich würde jetzt am liebsten einen Marathon laufen. Und deswegen trainiere ich jetzt erstmal noch ein bisschen hier frische Luft nochmal draußen. Und dann geht's ab in die Infrarotsauna. Leute, die Infrarotsauna nach den drei Tagen Fasten hatte einen durchschlagenden Erfolg. Ich fühle mich wie neugeboren. Das hat sich ganz anders angefühlt, als ich das letzte Mal drin war, wo ich nicht gefastet habe. Da habe ich fast gar nicht geschwitzt. Da war ich 20 Minuten drin oder 25 Minuten drin und habe erst in den letzten 5 Minuten angefangen, ganz leicht zu schwitzen. Dieses Mal 5 Minuten war ich drin und ich habe die ganze Zeit durchgeschwitzt. Richtig asozial. Und da sieht man auf jeden Fall, dass der Körper jetzt die Kraft hat und die Entgiftung, wie krass die eingesetzt hat. Warum ist das so? Wir können nicht gleichzeitig verdauen und entgiften. Haben wir noch irgendwas im Magen, dann stoppen wir die Entgiftung. Da ich jetzt nichts mehr im Magen hatte, bis auf die paar Säfte, aber das ist ja nichts, hatte ich nichts mehr im Magen und so konnte mein Körper frei entgiften und deshalb habe ich auch so stark geschwitzt. Also das hat auf jeden Fall mega gut getan. Ich fühle mich wie neu geboren, so entspannt und jetzt fahre ich locker nach Hause. Und morgen gibt es nochmal ein kurzes Update, wie die drei Tage waren, denn heute Abend esse ich immer noch nichts. Und ich fange erst morgen an, ich frühstücke ja schon lange nicht mehr. Ich fange das erste Mal morgen, also Fastenbrechen wird bei mir so ungefähr um 12 Uhr oder um 13 Uhr sein. Und ich fange ganz locker an mit ein paar Früchten. So wasserhaltige Früchte sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Locker anfangt, dann erst abends gegen 18 Uhr, da gehe ich mit dem Samson wieder in die Rohkosteria in Frankfurt und da gibt es dann erstmal Fastenbrechen am Abend, Abendessen. Da freue ich mich schon riesig drauf. War auf jeden Fall super gut bisher und mal gucken, wie die Nacht jetzt noch wird und morgen dann nochmal ein abschließendes kurzes Video. So Leute, vierter Tag. Heute wird fast das Fasten gebrochen. Und ich habe heute Morgen schon einen Weizengrassaft getrunken und mittags dann ein bisschen Papaya gegessen, so eine halbe Papaya. Ich wollte ganz langsam anfangen. Wichtig ist immer mit wasserhaltigen Obst oder Gemüse anzufangen, so ganz lockere Kost. Und jetzt abends, wo der Magen schon ein bisschen vorbereitet ist, wird richtig das Fasten gebrochen. Und was gibt es für einen besseren Ort, um das Fasten zu brechen, außer die Rohkosteria in Frankfurt? Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Fastenbrechen Deluxe.
mit einer Rohkostpizza, einem grünen Smoothie und einem schönen Nussdrink, Mandel-Nussdrink, frisch gemixt. Was ist das nochmal? Ein Falafel-Hummus-Teller. Falafel-Hummus-Teller. Wir hauen jetzt richtig rein. So sieht's aus. Und so sieht unser geiler Nachtisch aus. Zwei Torten, Schoko- und Pflaumentorte. Jawohl. Alles natürlich in Rohkostqualität. Leute, ich wollte jetzt nochmal abschließend ein kurzes Resümee drehen, wie das für mich war, diese 3 Tage Fasten. Ich habe noch nie so lange gefastet. Ja, es hat super funktioniert. Ich habe das überhaupt nicht so erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon am ersten Tag richtig sterben werde vor Hunger. Aber es war zum Glück überhaupt nicht so. Es war für mich gar kein Problem, das durchzuhalten. Es hat sogar irgendwie Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und dann wollte ich noch über ein Erlebnis berichten. Das war am 3. Tag abends, als ich mich in mein Auto gesetzt habe und eigentlich schon nach Hause gefahren bin. Da kamen so richtig krasse Glücksgefühle bei mir hoch. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Ich glaube, ich habe den ganzen Weg nach Hause durchgesungen. Also habe einfach mitgesungen, habe meine Lieblingsmusik reingemacht. Ich war richtig glücklich. Ich glaube, in dem Moment hätte mich nichts erschüttern können, selbst wenn mir, keine Ahnung, ich bin jetzt schon am Ende meines Studiums, mir fehlt nur noch ein Semester bzw. die Masterthesis und dann bin ich fertig und ich glaube, selbst wenn ich da die Nachricht bekommen hätte, ich bin, keine Ahnung, bei irgendeiner Prüfung durchgefallen und bin jetzt raus aus der Uni oder so, ich glaube, selbst dann hätte ich immer noch gelächelt. Also das war richtig krass. Falls jetzt irgendjemand fasten möchte, um irgendwie abzunehmen, dem kann ich das davon auf jeden Fall abraten, weil bei mir ist es nämlich so, ich wiege jetzt sind glaube ich 3 Tage schon vergangen, ich wiege jetzt sogar ein halbes Kilo mehr als vor dem Fasten. Also das ist ganz, ganz erstaunlich eigentlich. Ja, das Fastenbrechen in der Rocosteria war für mich super, weil ich habe ja nur 3 Tage gefastet. Beim Samson, der hatte ein bisschen mit zu kämpfen. Das war ein bisschen viel für ihn, so auf einmal. Aber ja, falls euch das Restaurant gefallen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eins der gesündesten Restaurants Deutschlands und auf jeden Fall das gesündeste hier im Rhein-Main-Gebiet, meiner Meinung nach. Ich werde das unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Geht dahin, probiert die Sachen aus. Die sind super lecker, kann ich nur empfehlen. Ich gehe da sehr gerne hin. Man wird da immer sehr nett empfangen. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ach ja, und noch während dem Fasten kamen mir total viele Ideen hoch, was ich so später auf meinem YouTube-Channel noch zeigen kann und so. Mir dann gleich ein paar Notizen gemacht, so zu interessanten Themen. Also auch da geistig, mental wird man auf jeden Fall gefördert. Ja, wie gesagt, mir hat das super gut getan. Mir hat das super gut gefallen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal machen, vielleicht sogar mal länger. Ich werde unten in der Videobeschreibung viele nützliche Infos und auch Vorträge von Doktoren und Professoren über das Fasten verlinken. Falls euch das Thema interessiert, falls ihr da ganzheitlich gesundheitsbewusst unterwegs seid, dann kommt man ums Fasten eigentlich nicht vorbei, denn es ist die effektivste Methode, um auf allen Ebenen gleichzeitig zu arbeiten, körperlich, mental, geistig und emotional. Die Methode kostet nichts, das kann jeder für sich selbst machen. Einfach Sachen weglassen, statt irgendwas zusätzlich zu kaufen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Und an dieser Stelle, Leute, bleibt gesund und bis bald.